So, bevor dass wir hier drin gehen in die Mackland, wir warten immer noch auf Endrik, der hat uns hier so ungefähr herzlich eingeladen. Habe ich jemanden getroffen hier und zwar, der, irgendwie habe ich Lust, dich Punktdien zu nennen. Dot Dien, wie geht's? Gut, soweit, danke. Du bist von jede Menge Websites und zwar? Oh, pl0g.de, blogbar.de, berlinblase.de. Ja. Okay, und das reicht schon. Ganz viel, ja. Okay. Ja. Und, ja, genau. hast du übrigens vor kurzem eine coole Videocast gemacht über diese iFi-Dingsgeschichte. Hast bestimmt jede Menge Feedback bekommen, oder? Schon, ja, also auch über die Kommentare auf Vimeo und auf dem Blog selbst, aber eben auch per E-Mail und per Skype und so weiter mit Fragen oder irgendwie auch nur zum Teil im Lob, dass sie es cool fanden, was ich da gezeigt habe. Ist coole Hardware, irgendwie macht Spaß damit, bringen jetzt irgendwie die neue iFi Video raus, neue Hardware angeblich und ja, mal schauen, ob ich da auch rankommen kann, finde ich auch interessant, weil auf einer Konferenz irgendwie, wo es WLAN gibt, Video machen, direkt hochladen auf YouTube on the fly, ist nicht verkehrt. Ja. Also wo es WLAN gibt, ist es gut, dass du das sagst. Ja, so viel dazu. Ne? Ich glaube, wir brauchen eine i3G. Ja, Mini-Router in der Hosentasche. Ja. Ist schon nicht so einfach, also bei so einer Konferenz wie der CeBIT sucht man jedes Mal Wi-Fi, findet man nicht. Absolut, absolut. Egal, wo man hingeht, also auf welche Konferenz. Das ist immer der Bereich ohne am wenigsten Internet, also auf Konferenzen. Ja, ja. Berlin Blase, was ist das? Dann habe ich gerade erfahren. Ja, hat auch sowas mit Konferenzen zu tun. Das haben wir vor 2 Jahren gestartet, in dieser Woche, wo in Berlin eine Republika war und danach Web2.0 Expo Europe. Sind da hingefahren mit einem Haufen von Leuten und wir hatten halt Bock, das irgendwie ein bisschen zu covern und darüber zu berichten. Ganz am Anfang auf dem Tumblr-Blog und letztes Jahr sind wir hingegangen. Dieses Jahr? Ihr findet es raus. Und haben das halt auf berlinblase.de umgezogen, richtiges WordPress genommen und auch ein bisschen bessere Hardware. Im ersten Jahr haben wir mit Sony Ericsson K800i die Handy-Interviews gemacht, total grottige Qualität, aber es geht halt um die Schnelligkeit. Also wir bringen am selben Tag wirklich die Videos noch online und bloggen darüber, machen irgendwie einen Rundgang mit Videokamera und machen Interviews halt auch super schnell, jetzt auch dank Boings TV neuerdings. Genau, und berichten da einfach unsere Eindrücke. Live, raw and uncut. Also waren jetzt auch auf der LeWeb in Paris und wieder Web2.0 Expo in Berlin. Und da denke ich mal, geht dieses Jahr schon noch einiges. Und ja, einfach mal anschauen. berlinblase.de. Ist schon interessant, dass du sagst, sofort so aufnehmen, weil ich gerade feststelle, dass wir vergessen haben, die Kamera direkt am Rechner anzuschließen, was wir mittlerweile machen, damit es direkt im iMovie ist und nicht sofort abgeloadet ist. Aber Boings TV, gut, dass du darüber redest, ist schon cool, oder? Absolut. Ich habe leider ein bisschen anscheinend ins Klo gegriffen, weil mein MacBook Pro ist so, wie sagte Bastian von Boings TV, das ist irgendwie das Failbook, was Videoproduktion angeht. Irgendwie die Grafikkarte ist für den Sack und irgendwie habe ich zum Teil 300% Auslastung in Boings TV. Von daher muss ich über kurz oder lang wahrscheinlich schauen, dass ich neue Hardware kriege, aber vom Prinzip her super Software, gerade für so schnelle Sachen, irgendwie mal eine Bauchbinde einblenden lassen, Senderlogo rein und so weiter. Hammer, wirklich. Ja. Ja. Ja, wir sagen Hallo zu den Jungs von Boings. Sind alle sehr coole Leute. Du bist hier auf der CeBIT seit heute oder? Und bis Sonntag. Was ist dein Gefühl über das? Gut, primär halt auch hier wegen Websiety, also diesem speziellen Internetsding da. Ist ganz nett, also ich habe mir etwas mehr von vorgestellt. Ansonsten sind wir jetzt ein bisschen drüber gelaufen, ist halt CeBIT. Also viele große Stände, viele Menschen, viele Tütenkinder und ja, Messe halt. Tütenkinder ist Business, oder? Business, absolut, ja. Ist ganz nett, mal drüber zu laufen, aber jetzt kein Must-Have, wo ich sagen würde, ey, ich komme auf jeden Fall am Dienstag und bleib bis Sonntag, weil hier passiert die Magie oder so. Ja. Nee.
das ist vorbei. Ja, ich habe vergessen, meine Krawatte zu bringen hier bei der CeBIT. Absolut, absolut. Also irgendwie Anzug und sonst, da nimmt dich kein Mensch ernst. Wobei, wir haben ja dieses Jahr auch, als Blogger kriegst du ja ein Presseticket. Ja, ich bin ein richtiger Pressemensch. Es ist halt wahnsinnig hier mit, verloren. Ist mit meinem richtigen Namen hier drauf. Ne? Ja, ja, ja. Nicht sehr. Nicht abschreiben. Richtig. Ja, danke. Und wir sehen uns sowieso. Es ist ganz interessant, die ganzen Leute, du, Endrik und andere, wir finden uns irgendwie immer. Irgendwie klappt das immer. Richtig. So, tschüss. Ciao.